hoffe, dass ich schon wieder auf Martip bauen kann. Das wäre natürlich gut. Ich würde den auch, würd den dann sofort einsetzen wieder. Aber ich glaube nicht, dass wir den spielen lassen können. Nee, leider nicht. Okay, jetzt ist zumindest. So, und jetzt geht's los. Derby gegen Borussia Dortmund. Die Gladbacher sind wieder oben, die wir ja im direkten Duell schlagen konnten. Und jetzt geht's gegen die Dortmunder, gegen die andere Borussia. Also letztes Spiel. Hoffe ich mal. Ich hätte auch kein Problem dabei. Wenn das Ding wie 2001 damals aussah, ausgehen würde. Naja, ist egal. Jetzt können wir auf der Tilo kommen. Und jetzt geht's los. 2001 gab es ja ein 14, aber ich will auch direkt an die 3 Punkte mitnehmen. Und so tritt der BVB heute also an. Bei Ihnen sehen wir Sané! Und das Tor! Nee, Tor für die Gäste! 3 Minuten gespielt, Leroy Sané! Das macht er ganz cool. Wo andere vielleicht die Brechstange auspacken, löst er das mit seiner brillanten Technik. Und er macht es genau so, wie man es von ihm erwartet. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Und damit führen wir auch schon mit 1-0 dieses Spiel an. Yes! Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Gündogan. Und Piszczek. Es gibt einen Einwurf für Borussia Dortmund. Den Ball wirft er schnell ein. Er steht gut und hat den Ball. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. Fährmann. Es sah so aus, als gäben sie durch. Freistoß, mehr nicht. Keine große Sache. Und da pfeift er den zurück. Das wäre gefährlich geworden. Ich glaube, da wäre der Huntelaar frei. Es ist immer wieder ein Erlebnis, ein Spiel im Signal Iduna Park begleiten zu dürfen. Das kann man wohl sagen. Das liegt natürlich auch daran, dass sich die Menschen in der Region absolut mit ihrem BVB identifizieren. Da ist immer die Hölle los. Ah, Mann. Flanke kommt, wird das eine Chance. Aubameyang! Und den hält er fest. Gut gemacht. Aubameyang mit der Chance raus. Wir führen weiterhin mit 1-0. Das ist wirklich gut. Zack. Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Hüntela! Und das Tor. Super platziert. Ganz genau hat er da gezielt. Ja, so kennen wir ihn. Technisch einwandfrei und überlegt. Bringt er den Ball da in den Kasten runter. Und lässt alles dabei so leicht aussehen. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Und auch diesmal. Jetzt steht es 2-0. Das dürfte Ihnen Ruhe geben. Und Gündogan. Es ist eine ganz beruhigende Frage. Und da holt er sich den Ball. Jetzt führen. Meier. Meier. Meier über die Außen. Ich habe gerade nur auf den Konter gesetzt. Holt die Bälle hinten. Und jetzt ein Schuss. Der Torhüter war dran, reicht aber nicht. Der Ball ist im Tor. Was ist hier los? Die sind richtig gut drauf heute. Ein weiteres Tor. Und der Gegner muss aufpassen, dass ihm das hier nicht komplett entgleicht. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Und Bürki war dran, aber kann am Ende den Einschlag nicht verhindern. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3-0. Ginter. Und direkt zurückgespielt. Da muss der Abwehrspieler klären und er ist auch zur Stelle. Er bleibt im Ballbesitz. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Da kommt der Schuss. Der geht genau auf den Torhüter. Oh, das war zu leichtsinnig.
Marco Reus. Es gab auch schon mal diese Partie, ich weiß nicht, welchem Jahr genau. Jetzt haben sie den Ball verloren. 3-0 in Dortmund. Am Ende waren wir glücklich mit einem Punkt noch. Konnten mit einem Punkt jetzt ist er durch. Glücklich noch sein. Da zieht er ab. Da wollte er den Torhüter überlupfen. Ja, Mann, da war, ja, war eine gute Idee, Wolf. Aber der Keeper passt hervorragend auf. Die Chance, dass 4-0 vergeben hat. Nuno Aubameyang. Er ist ein absoluter Gewinn für jede Mannschaft. Also, er muss nicht immer selbst zum Abschluss kommen, sondern stellt sich auch in den Dienst der Mannschaft. Ja, man sieht immer wieder, wie viel er wirklich arbeitet. Immer anspielbar. Und zumeist auch Meier mit einer guten Idee. Und das will ich heute verhindern hier. Diese so ein 3-3 wäre natürlich scheiße. Und Mkhitaryan. Ich meine, wir führen jetzt 3-0 hier relativ deutlich und ja, glücklich vor allen Dingen. Also das ist glücklich. Wir führen einfach deutlich und ich bin glücklich, ja. Klar. Tielemans. Tielemann. Der Ball kommt. Foul, sagt der Schiedsrichter. Standards können eine Waffe sein. Mal sehen, wie die Ecke wird. Geist. Komplett misslungene Ecke. Der fliegt ins Seiten aus und jetzt gibt's Einwurf. Jetzt Mkhitaryan. Subotic. Bender. Schmelzer. Und nun Schmelzer. Castro. Gonzalo Castro gegen Caissara. Und der ohne Probleme ist auch, sondern ich jetzt zur Pause. Schmelzer. 0-3. 0-3. Schöne Flanke. Zu liegen. Für viele Fans. Das ist der Schiri im Weg. Die erste Hälfte haben sie komplett verpennt. 3 Treffer müssen in Durchgang 2 aufgeholt werden. Sobuschi, Klaas-Jan Hünteler. Ein Tor konnte er ja schon machen. Guter Auftritt bisher. Daran wird er anknüpfen wollen. Ja. Drei schnelle Tore. Drei dritte, 15 und 21. Und jetzt geht's weiter. Sie haben die erste Hälfte dominiert. Ein einseitiges Resultat bis hierhin. Aber jetzt geht es in Durchgang 2. Pischek. Ja, mal gucken, was die Dortmunder noch machen können, aber ich denke, viel wird da nicht mehr kommen. Nur Mkhitaryan. Und ich vor allen Dingen, ich hoffe, dass sie viel machen. Hövedes. Ein Tor machen jetzt. Fix das zweite hinterher, dann sieht die Partie vielleicht ein bisschen anders aus. Aber Sané, kein Ersatz Goretzka, oder? Jetzt gibt's einen Einwurf. Aber Birki ist draußen. Tielemans. Geis. Tielemans. Schuss! Na gut, ich meine, es kann ja auch nicht jeder reingehen. Hier trifft er Meier! Trotzdem, er zeigt ein wirklich richtig gutes Spiel bisher und war ja auch schon erfolgreich. Fast. Und Mkhitaryan. Flanke kommt, wird das eine Chance? Jetzt treffen sie. Italien, aber sie liegen weiter deutlich zurück. Und den Dortmunder Treffer schauen wir uns hier noch einmal an. So. So schlecht war dir gar nicht gespielt, definitiv. Da habe ich ein bisschen mich außen überlaufen lassen. Jetzt wechselt obere Flanke von der linken Seite, noch technisch. Das hat einmal frei. Und da hat der Schütze natürlich wenig Mühe, diesen Ball zu verwerten. Und da haben wir es nochmal. Das Kopfballtor, Buschi. Ja, Wolf, da hat es gepasst. Aufmerksam vorbereitet, kühl verwandelt. Klasse. Mkhitaryan. Aubameyang. Jetzt steht ja nur noch 1-3. Genau das, was ich gemeint habe. Jetzt Mkhitaryan. Dortmund hat ein Tor, vielleicht ein schnelles zweites. Und dann könnte auch mit dem 3-0 hier. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Bald heißt es also wieder Bundesliga-Fußball für Borussia Dortmund. Dann geht es auswärts gegen den Hamburg SV. Der Angriff könnte was werden. Und er trifft. Aber Embolo setzt gerade mal eben noch schnell Nadelstich hinterher. 63. Minute. 1-4. Das macht er ganz cool. Wo andere vielleicht die Brechstange auspacken, löst er das
mit seiner brillanten Technik. Glaube, und er macht es genau Geist so, wie man es von ihm erwartet. Paar Sekunden warten, und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Jetzt ist plötzlich so ein kleines bisschen Hoffnung. Gonzalo Castro. Kaputt. Beziehungsweise gebrochen. Und Subotic. Und dann wechsle ich gerade den nächsten noch aus. Dann nehme ich noch Klaas-Jan runter vom Platz. Und bringe die Sato noch schnell für Goretzka, beziehungsweise ich werde den Wechsel da oben kurz sitzen. Dann habe ich auch meistens noch... Gleich wird hier gewechselt, die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Und die Dortmunder. Weiter geht es mit einem Einwurf. Wirklich. Gonzalo Castro. Birki verhindert ein bisschen... Da kann er sich den Ball holen. Noch, dass das hier deutlicher wird. Kagawa. Santo. Kommt nicht vorbei. Und das ist ein Freistoß für den BVB. Ja, aber wie gesagt, eigentlich ist das Ding... Da muss sich der Keeper nicht mal bewegen. Da die kleine Erinnerung. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Di Santo. Und er schießt. Tor, ganz stark gemacht. 1-5. 2-1. Da Donald kannst du als Torhüter im Grunde nichts mehr machen. Ja, außer du hast Glück und spekulierst richtig. Aber hier, wir sehen es ja nochmal, ganz schwierig für ihn. Schön viele Tore heute. 5-1 jetzt. Und wer weiß, ob das schon alles war. In der Liga. Und das könnte komische schon so Stimmung hier sein, im Stadion. Es ist Bayern extrem ruhig geworden. Ja, nicht mal Pfiffe hört man. Und die wären ja nun wirklich berechtigt. Aber die Fans müssen sich wohl auch erstmal sammeln. Klasse Moral. Sie versuchen nochmal ein Spiel zu finden. Und Bender fast mit dem Tor zum 2-5. Da springt ihm der Ball in die Hand. Freistoß. Geis. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Den Ball wirft er gleich zum Gegner. Schmelzer. Viel ist nicht mehr. Und jetzt Reus. Shinji Kagawa jetzt. Drin. Jetzt gibt's Abstoß. Und auch der Ball kommt nicht an. Ginter. Guter Körpereinsatz hier. Macht er ihn. Und so wird das nix. Den hält der Torwart natürlich. Jetzt gibt es eine Ecke, könnte gefährlich werden. Ecke für Borussia Dortmund, aber das ist ja da geht er runter und kann den Ball abwehren. Ein berechtigter Freistoß. Jetzt pfeift er die Partie ab. Das war eine einseitige Partie und diese Niederlage wird Ihnen richtig wehtun. Ja, also das denke ich auch. Grundsätzlich willst du ja nie verlieren, aber gerade dieses Duell, das schmerzt doppelt. So, dann geht's in die nächste Partie. Das dürfte die Partie gegen die Bayern sein. Und danach kurz, glaube ich, Leverkusen auswärts. Also das sind jetzt diese drei Brocken, die hintereinander sind. 11., 12., 13. später. Und dann geht es schon so ganz langsam Richtung Winterpause. Es ist dann nicht mehr weit viel. Und denke mal, auch in der Winterpause kann man vielleicht noch mal ein bisschen wegen den Verletzten auch gucken. Stahltrainer fehlt. Was haben wir denn hier? Griechenland? Nö, habe ich nicht vor. Okay, Martin mit dem grünen Licht. Martin, der kann jetzt auch mal irgendwann eingesetzt werden. Ich hoffe, dass er wieder spielen kann.
Spieler ist aus England. Na, wie gesagt, ich will ja in der Winterpause noch ein bisschen Geld.